Marco Schnöbli, neu beim FC Sitten, vom FC Luzern gekommen ins Wallis. Warum der Wechsel? Ja, es hat sich schon vor 2 Jahren ja, mal so ein bisschen angeboten, dass das Interesse da ist von Sion. Dann hat Luzern noch Nein gesehen und jetzt sind wir in der Verhandlung gewesen, zum Verlängern mit Luzern. Das hat dann nicht geklappt, wir haben es da nicht gefunden. Und dann habe ich den Wunsch geäußert, dass ich jetzt im Sommer schon etwas anderes suchen möchte. Und dann ist das Interesse um mich von Sion und jetzt, jetzt bin ich da. Natürlich warst du schon vor ein paar Jahren beim FC Sitten, eine kurze Zeit, eine halbe Saison vor gut 10 Jahren. Was ist anders jetzt beim FC Sitten? Ja, es ist Super League. Ich glaube, das ist der grösste Unterschied. Denn, in diesem halben Jahr war es die Challenge. Wir sind zwar aufgestiegen gerade, aber es war sicher eine gute Erfahrung. Es sind 11 Jahre her, jetzt bin ich dann noch ein jünger gewesen. Von dem her ist da die Entwicklung natürlich ich denke, im ganzen Fußball schon relativ gross gewesen. Was hat sich denn so am meisten geändert seit der Zeit hier im Wallis? Ja, sicher ich sage auch die Schnelligkeit und die Kraft im Fußball allgemein, die sich immer weiterentwickelt, immer schneller wird. Und sonst im Wallis hat sich glaube ich nicht gross etwas geändert. Das ist 11 Jahre habe ich sammeln, wo ich gemerkt habe, dass es schwierig ist, wenn man da jetzt Wallis muss spielen. Und jetzt bin ich mal froh, dass ich es auf der anderen Seite gesehen habe. Und wie sind so die ersten Tage hier bei uns im Wallis, hier mit Trainingslager in Gran? Ja, sehr gut. Wir konnten gut trainieren. Wir haben relativ viel schon für die Austour gemacht. Was halt anfangs von der Vorbereitung meistens so ist. Aber das Positive ist, mir meistens alles mit Ball gemacht. Das fängt natürlich ein bisschen mehr aus Spieler, als wenn man einfach geradeaus muss säckeln. Und dann kommen natürlich auch die Trainingsspiele. Wie wichtig sind die? Ja, sehr. Es macht natürlich noch einmal mehr Spass, wenn man ein Match hat oder eben ein Testspiel. Von dem her ist die Gegner, die wir hier sind, Top von Europa und wo wir einen guten Gradmesser haben. Du musst dich noch an einen neuen Trainer gewinnen. Wie ist das gegangen bis jetzt? Sehr gut. Er bringt seine Ideen relativ schnell ein, was er sich vorstellt, wie er spielen will. Und das merkt man extrem, dass er da sehr drauf ist, dass uns mega schnell einzimpfen. Und vor allem auch, dass wir defensiv gut stehen und verheben. Was ist denn so? Was ist denn schon seine Spielphilosophie? Was hat man bis jetzt so gemerkt? Ja, sicher, dass wir hinter wirklich die Null behalten können, dass wir nicht viel zulassen hinter und dass wir relativ schnell nach vorne umschalten, vor unsere Chancen suchen und sicher auch für Goal sorgen. Ja. Aber nicht gerade der Marco Schnöbli als Defensivspezialist? Ja, ich glaube, heutzutage muss man alles ein bisschen können, weil wenn man irgendwie als Pressing spielt oder je nachdem, was die Vorgabe ist, wenn man irgendwie von der Mitte verteidigen darf, sind halt Stürmer einfach die Ersten, die müssen verteidigen und das gehört halt heutzutage einfach dazu, dass man auch defensiv wertvoll ist für die Mannschaft. Und wie geht es mit der italienischen Sprache vom Trainer? Ja gut, es geht eigentlich relativ gut. 2-3 in der Mannschaft können Italienisch und übersetzen die. Aber eigentlich das meiste, was sie verlangen auf dem Platz oder Übungen vorgeben, versteht man eigentlich relativ schnell, weil sie es ein bisschen zeigen. Oder eben gewisse Sachen versteht man natürlich schon auf Italienisch. Der Marco Schnöbli ist meistens so für 15 Goal gut in einer Meisterschaft. Kann man die euch beim FC Sitten erwarten? Ja, ich hoffe es natürlich. Vor der Saison sage ich eigentlich nie eine Zahl, was ich erreichen möchte. Ich möchte einfach meistens die Saisons, die vergangen sind, bestätigen. Und ich denke, das ist schon für die kommende Saison der Fall.